liebe Leute, der Sorero hier. Es gibt eine weitere Folge Ark Survival Evolved. Und ihr erinnert euch, in der letzten Folge hatte ich ja das Sago da, was da am Hungern war. Und ich hatte festgestellt, dass ich ja eigentlich einmal das Kibbel dafür machen kann. Und habe dummerweise da eigentlich eher dran gedacht. Und habe eigentlich vermutet, dass es zu spät ist. So. Und jetzt war das Sako aber noch nicht verhungert. Zumindest als ich eben gerade da war. Aber das Räucherfleisch ist fertig. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier alles. Nein, warte. Feuer löschen. Es fehlt. Komm her. Es fehlt das Strike-Ei. Das Dodo-Ei, die Dodo-Eier können da raus. Ich brauche das Strike-Ei. Inventar öffnen. Triceratops-Ei, Dodo-Ei raus. Ist das alles? Feuer anzünden, was man für Kibbel braucht? Habe ich irgendwas vergessen? Triceratops, mehr Fasern, Zündpulver, Wasserschlauch. Habe ich irgendwas vergessen? Ah, wir gucken dich nochmal. Wenn nicht, dann muss ich da... Ah, komm her. Muss da noch irgendwie Fleisch rein oder sowas? War das so irgendwie so? Aber ich habe ja jetzt schon das... Rye Meat Jerky. Also dann nehme ich das... Das Räucherfleisch drin. Ich guck nochmal kurz. Ja, ich habe... Da bin ich nämlich wieder. Ich habe was vergessen. Und zwar eine Kartoffel. Und ich müsste hier irgendwo... Kartoffeln... haben. Genau, eine Kartoffel. So, dann kann er, deswegen wird das nichts. Und dann müssten wir gleich das fertig haben. So der Plan. Das geht relativ fix. Und dann kann ich das nehmen, kann zum schwimmst du erstmal hierher, kann zu dem Sako fliegen und kann dem das dann geben. Ich hoffe, jetzt habe ich alles. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Na. Ah, da. Genau. Trockenfutter, Triceratops. Und das mag das Krokodil. Und das ist die Lieblingsspeise. Und das sollte ihn deutlich schneller zähmen als... ja, Prime Meat habe ich nämlich nicht. Das sollte ihn deutlich schneller zähmen als das normale Fleisch, was ich habe. Prime Meat habe ich nicht, weil die Prontos da, die traue ich mich ehrlich gesagt noch nicht so richtig ran. Das will ich mir gerade nicht antun. So. Und ihr seht, der hat kaum noch Hunger. Das Dodo-Zeug darf ich dem... Warte. Ich brauche vorher noch mehr Fleisch. Das muss ich da ja auch reintun. Inventar öffnen. Weil einmal wird definitiv nicht reichen. Einmal Triceratops Trockenfutter wird nicht reichen. So, wir tun also Fleisch rein, das rein, das rein, das rein. Und dann gucken wir mal. Wow, cool. Die Effektivität ist jetzt nicht so super, weil der ganz schön verletzt war. Wenn der noch ein Level macht... Cool. Das geht ja rucki zucki hier. Und schump. Ich habe einen Sako getamed. Schön. Das mit dem Namen machen wir später. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das nennen soll, dann sagt Bescheid. Dann schreibt das in die Kommentare. Und dann freue ich mich. Gesundheit, okay. Nahkampfschaden, naja. Ja, ist jetzt alles nicht unglaublich, aber es ist ein Sako. Wir haben uns ein erstes Krokodil gezähmt. So, dann schwimmst, kommst du mal mit. Schwimmen solltest du ja relativ gut können, genau. Und dann komm mal mit hier. Ich glaube, im Wasser sind die relativ fix. Guck mal, wie fix das im Wasser ist. Krass, 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 nicht schlecht. Ja, da hat sich das Kibbel doch deutlich gelohnt. Da muss ich mal gucken, ob ich für den gleich einen Sattel machen kann. Und das lernen kann.
Sarko Sattel. Ja, machen wir. So, schließen. Herstellen. Du brauchst Tierhaltung. Ja, also war du Zement 20. Okay, das mit dem Zement dürfte tatsächlich ein Problem sein. Tierhaut vermutlich nicht so sehr. Und Tierhaut nicht. Fasern auch nicht, aber Zement. So, und Zement kann ich entweder da herstellen oder du wartest jetzt hier bitte erstmal. Nein, du folgst mir mal bitte. Achso, warte. So, nicht mehr folgen. Tierhaut kann ich entweder Zement kann ich herstellen oder ich glaube, das gibt es nämlich in den Biberdämmen. Das ist eigentlich ein bisschen gefährlich, wenn man da rangeht, dann kommen nämlich die Biber. Und da werden wir mal gucken gehen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich werde mir hier aber auf jeden Fall Sandy mitnehmen. Das heißt, wenn die kommen, dann schnell auf Sandy springen und abhauen. Ansonsten können die, glaube ich, richtig Schaden machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das wäre natürlich nicht so schön. So, gucken wir mal. Du bist immer noch so ein Level 14. So, dann suchen wir uns mal einen Biberdamm, der relativ nah am Ufer ist. Da drüben der zum Beispiel. Bis zum Ufer komme ich und dann lassen die mich in Ruhe. Dann muss ich die aber killen. Schön, oder? Sowas, diese blöden Piranhas. So. Tot. Gucken wir mal, gibt es hier noch mehr? Nein. Irgendein Biber in der Nähe zu sehen? Auch nicht. So, Sandy, du kommst mal hier rüber. So. Nein, ich bin überladen. Ich bin immer noch überladen. Das gibt's ja nicht. Fallen lassen. Ich will doch nur zu Sandy. Und dann schnell hier aus dem Wasser raus und schnell weg. Sandy ist auch überladen. Fallen lassen. Na komm, los. Renne. Renne um dein Leben. Hier ist sogar einer am Ufer. Warum gehe ich denn ins Wasser? Ja, Biberzähmen will ich auf jeden Fall noch, aber erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Ja, nicht alles auf einmal. Im Wasser sind die Biber nämlich verflixt schnell. Welches Level hast denn du? Level 2. Tada, tada, tada. Schnell weg hier. Ich glaube, ich habe genug Zement. Ich denke nicht, dass der mir bis zu meiner Basis folgt. Falls doch, hätte er dann ein Problem. Das sieht nicht so aus. Weil das würde er ihm nicht so gut bekommen, glaube ich. Da sind ja doch ein bisschen mehr Tiere, die mich auch verteidigen würden. Ja, ich muss mal dran denken, das Sarko noch auf neutral zu stellen, auf jeden Fall. So, ja, 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 ist ja gut. Chip. So, Zement haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal einiges. Dann brauchen wir Tierhaut. Wollte ich noch mehr Tierhaut? Wollte ich doch noch mehr Tierhaut? Tierhaut und Fasern. Und dann kann ich einen Sarko-Sattel herstellen. Und dann satteln. Oh, ich habe eine seltene Blume bekommen. Fasern,
Zement, nochmal Zement. Schön, sehr schön. So, hallo Sarko, komm mal her. Akzessionslevel neutral. Und du kriegst einen Sattel. Und dann geht's los. Komme ich jetzt hier irgendwie vorwärts, rückwärts? Rückwärts komme ich. Weiter. Du folgst mir bitte nicht mehr. Warum auch immer du mir gerade folgen wolltest. Und dann gehen wir mal gucken, was man mit so einem Krokodil so machen kann. Hochlevelig ist es ja nicht. Gleich so. Gesundheit. Gesundheit ist nicht schlecht. Nahkampfschaden. Ich weiß nicht, was der für einen Base-Schaden macht. Ja, aber im Wasser ist das Ding echt absurd schnell. Also wirklich so. Land dafür nicht so sehr. Na doch, sprinten kannst du ein bisschen. Heranodon, welches Level hast du? Ah, 4, oder? Konnt so schnell nicht sehen. Ja, 4, okay. So. Also mit Sprinten geht's, aber ohne Sprinten ist der ganz schön langsam. Und so ein Dodo. Für ein Level 10 Dodo brauchst du 2 Bisse. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen besser vorgestellt. Zumindest kriegt man ordentlich Tierhaut und Fleisch. Also da kann man sich nicht beschweren. So. Suchen wir mal den hier ein bisschen zu leveln. Oder ich glaube, es ist eine Sie sogar. Ich glaube, es ist ein weiblicher. Allerdings nicht direkt hier beim Pronto. So. Es ist krass, wie schnell der schwimmt. Also schwimmen ist echt absurd. Wow. Ist ja unglaublich. Also Land ist Alarme wie eine Ente, aber schwimmen ist echt absurd schnell. Level hast du denn, Schildkröte? Sag doch mal. Level 6. Und wir sind Level 10. Schaffen wir eine Schildkröte? Wenn nicht, sollte man im Wasser flüchten können. Steckt fest. Jetzt nicht mehr. Ja, schaffen wir. Ohne Probleme. Ganz ohne Probleme. Okay, gut zu wissen. So, Level up.
Gesundheit auf jeden Fall erstmal. Fäll mal den Baum hier, dass wir hier langkommen. Ja, also, das ist echt der Hammer. Ich glaube, es ist bis jetzt das Abstand das schnellste Tier auf dem Wasser, was ich kenne. Level 32, nicht schlecht. Ja, komm. Dreh mal eine Runde. Ich will ja noch das Fleisch davon haben. Der ist so schnell, dass ich gar nicht dahin komme, wo ich hin will. Unglaublich. Also die Geschwindigkeit im Wasser ist der Hammer. Ich bin total begeistert, Leute. Ja, okay. Ich glaube, es wird dann auch langsam Zeit. Also den werde ich so parken, dass er hier Richtung Wasser schaut. Da macht er deutlich mehr Sinn. Ja, so. Jupp. Mal gucken, was du mittlerweile an Fleisch drin hast. Eine Menge. Eine Menge. So, ein bisschen lassen wir da mal drin. Tierhaut und Keratin kommt raus. Das Fleisch verteilen wir nachher noch ein bisschen. Was hast du noch? Was noch? Du kannst noch ein bisschen Fleisch noch dazu kriegen. Ja, Leute, ich glaube, es reicht dann erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, halt nicht das verdorbene Fleisch, das war falsch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Ihr seid bestimmt schon genauso gespannt wie ich. Was wir beim nächsten Mal alles erleben werden. Du hast nur noch Narkosemittel drin. Das ist ja jetzt wirklich nicht nötig. Du hast verdorbenes Fleisch. Okay, damit danke ich euch fürs Zuschauen. Wir machen noch ein schönes Bild hier mit unserem Krokodil. Ja, so. Guck dir mal. Habe ich eigentlich schon die... Ich guck mal kurz, ob ich schon die Gästenauswahl gemacht habe. So. Dann kann ich nämlich... Ach so, anwenden. Speichern. Kann ich nämlich sagen, winken. Guckt. Dann kann ich euch einmal zuwinken. Hallo. Ja, okay. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Like da. Wenn euch der Kanal gefällt, ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich. Wenn ihr Ideen habt, wie ich mein Kroko benennen will oder einige von den anderen Tieren, es gibt noch einige mehr, die noch keinen Namen haben. Im Übrigen, das Krokodil ist weiblich, ja? Dann sagt mir einfach Bescheid und schreibt das auch in die Kommentare. Und dann überlege ich mir was oder nehme dann die besten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Sorero.